Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem kleinen, knackigen Tutorial. Heute wollen wir mal sehen, wie schnell wir hier diesen Berg hochkommen mit Gegenwind und Steigung. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir wollen heute was ganz anderes testen und dabei hilft mir der Rötti. Grüß dich, Rötti. Hey, grüß dich. Guckst du schon wieder das Schiff an da, ne? Ja, ja, ich bin nur am Pilan hier. Eine besondere Lackierung hier. Genau, wir wollen nämlich heute mal der Frage und der Antwort auf den Grund gehen, ob der Cyclone RC, also die Racer-Variante des Cyclones, wirklich langsamer ist als der STV, weil da regen sich ja viele drüber auf. Wie kann das denn sein, dass der STV jetzt schneller ist als der Cyclone RC? Das kann doch nur an einem liegen. Cloud Imperium Games will Geld verdienen. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, das ist nämlich nicht so. Und warum ist das nicht so, Rötti? Weil, du wirst es so sagen, der Cyclone RC nämlich einen Boost hat. Und damit ist der viel schneller als der STV. Und das wollen wir euch heute mal beweisen. Ich blende euch hier mal eine kleine Tabelle ein. Da seht ihr das mal, dass der STV 40 Meter pro Sekunde fährt. Das ist in Kilometer pro Stunde, lass mich kurz rechnen, mal 100 durch Wurzel 3 hoch 12 sind 144 Kilometer pro Stunde. Und das ist doch relativ schnell. So, ne? Und der Cyclone RC, der fährt halt 35 Meter pro Sekunde und hat aber noch einen Boost. Ne? Dann haben wir noch den ROC und den ROC DS, die fahren auch 35 Meter pro Sekunde. Also die können sich auch mit dem Cyclone RC anlegen, wenn der Boost kaputt ist. So, warte mal, Rötti, ich zeig dir mal was Cooles. Ja, zeig mal. Und euch natürlich auch. Dazu muss ich aber mal ganz kurz hier lang. Das ist so ein kleines Easter Egg. Das fällt mir gerade ein. Das kann ich euch an der Stelle mal zeigen, weil wir gerade hier sind. Und zwar hier hinten in diesem Raum ist ein kleines Easter Egg versteckt. Und zwar hier. Da ist er. Guck mal da hinten in den Spalt rein. Wenn ich nee. Da... Gut, ne? Was macht der denn da? Ja. Kommt man da dran? Nee, kommst du, glaube ich, nicht. Nee. Ne, und das ist zum Beispiel so ein Simpod hier an der Stelle, kann ich auch noch mal kurz zeigen. Und das ist so ein Ding, wo wir später dann in den Arena Commander und Star Marine und Sierra of War, wenn das dann irgendwann mal kommt, aus dem Spiel reinkommen. Auch total cool. So, aber darum soll es heute gar nicht gehen. So, gut, dann würde ich sagen, rufe ich mir mal, oder du rufst dir mal, oder nee, ich rufe mir mal den Cyclone RC und du nimmst mal den STV. Jawohl, ich habe den auch schon hier. Den STV hast du schon, schon gerufen, oder? Habe ich gerade schon geclaimed. Achso, der ist schon in der Garage, ja? Fährst schon raus jetzt? Nee. Gut, dann holen die erstmal, oder ich kann auch erstmal. Ja. Jetzt bin ich. Nee, jetzt bist du. So, also, wo ist er? Der Cyclone RC. So, der ist natürlich nicht vor Ort, den können wir uns kurz claimen, aber das geht ja instant für 90 Lappen. So, zack, zack. Was ich euch natürlich nicht ganz genau garantieren kann, ob der Boost zurzeit geht, aber ich glaube, der geht. Na, und dann werdet ihr mal sehen, dass der Cyclone RC dem STV natürlich hausüberlegen ist noch, ne? Logischerweise muss er auch, ne? Das ist ja, also, guckt euch das Ding hier an, ne? Und der STV, muss man natürlich auch dazu sagen, das ist halt auch ein Sportwagen, ne? Der ist halt auch schnell. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Fahrzeug, was halt so ein Buggy, der halt irgendwie fährt und der ist halt jetzt schnell, sondern ist halt auch ein Sportfahrzeug, ne? So, alles klar, ne? Mühle an hier, muss natürlich eine Starterlaubnis erbitten. Sag Bescheid, wenn du raus bist, ne? Jo. Oh, mal gucken, ob er uns hier den Hangar aufmacht. Ansonsten müssen wir das Ganze hier übers Mobiglas machen. Das können wir auch machen. Zack, zack. Ich hoffe, die Sonne hält sich noch so ein bisschen. Das müssen wir hier in Commons Parking, ne? Das ist ja nicht der Spaceport. You are clear to launch. Und los geht's. So, bin raus. Jawohl. Wuhuhu. So, wir sind hier nach Microtech geflogen, nach New Babbage, denn hier haben wir richtig schöne Strecke. Na, hier können wir richtig Gas geben, ohne Steine, ohne Hindernisse. Thank you. And please visit again. So, und dann werden wir mal hier uns schon mal die Kamera richtig einstellen. Hier, das ist einmal so. Und dann stellen wir uns die hier ein, wo wir den Rötti dann nur noch im Rückspiegel beobachten können. Ist klar. So. Können wir schon mal Gas geben, mal gucken, was der hier so macht. Ich kann schon mal den Boost testen. Ja, guck dir das mal an hier. Ne?
der kann schon so ein bisschen was. Ne? So, nur mal dazu. So, ansonsten fährt er halt 134, 135, je nachdem. So, ich komme auch. So, nur rutschen müsste man noch können. Das wäre geil, wenn er so sliden würde. Er hat einen ganz schön Grip, das Ding. Ja. Da kommt er. Ja, aber ich finde den STV nach wie vor wirklich sehr, sehr gelungen. Der sieht echt cool aus. Und richtig, richtig geile Karre, finde ich. Der schockt. Der schockt total. Auf jeden Fall. Ja. Ne, und die Cyclones, die werden ja auch noch eine Überarbeitung bekommen, ne, ganz klar. So, dann reite ich mal auf und dann wollen wir mal gucken, ob wir einen gleichmäßigen Start hinkriegen. Ne, wie putzig. Das ist so, als wenn ich dich fressen könnte. So. Gut, dann würde ich sagen, warten wir gar nicht lange. Können wir mal Licht anmachen hier. Zack. Und oh, du hast auch richtige Neonlichter, ne? Siehst du das? So richtig blaue Neonlichter. Du hast doch Halogen. Ich habe schon LED. Richtig. Voll gut. So, gut. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los. Das ist aber kein guter Start. Hast du jetzt schon geboostet? Nö, ja, nochmal. Vielleicht habe ich auch einen schnelleren Anfahrt. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte gerade sagen. Wir machen es nochmal. Warte, bleib stehen. Ich bremse ja schon. Ja, der Bremsweg ist auch ein anderer. Du hast aber auch eine Bremse, ne? Kannst du eine Bremse belegen. Ne, du kannst eine richtige Bremse belegen, ja. So, also, dann nochmal. 3, 2, 1 und los. Oh ja, der hat einen richtigen Anzug. Krass. Ja. Aber du müsstest mich jetzt eigentlich überholen, weil du ja 5 Meter pro Sekunde schneller fährst. Gib okay, mal einfach ja, Vollgas, gut. Versuch mal vorbeizukommen. Ja, mach ich. Mach gar nichts. Mach ich. Na komm schon. Moment. Ah, jetzt. So, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er und versägt ihn. Ja, zack. Das sind genau diese 5 Meter pro Sekunde, ne? Die das Ding schneller ist. Aber da hat der Rötti nicht mit meinem Boost gerechnet und den zünde ich jetzt mal. Ja, ne? Und das macht dann dieses Fahrzeug doch ein bisschen schneller. Siehst du, wie schnell du bist in, hast du es im HUD? Ja, im Boost bin ich 95. Oh ja. War schon ordentlich. 96 sogar, hat er gerade schon angezeigt, kurz. Ja. Also ich fahre jetzt ziemlich genau 40. Du bist auch weg. Ich habe nochmal geboostet. Da hinten kommt er wieder angescheuert. Achtung, oh, ich links. Okay, ich rechts. Also, gut. War jetzt auch noch spiegelverkehrt, ne? Rechts ist ja bei dir eigentlich links, ne? Ja, da. Da kann ich mit dem Boost richtig schön ausgleichen hier. Ja, aber wenn ich dann wieder auf Normalspeed gehe, dann ziehst du wieder davon, ne? Oh ja. Muss ich immer mit dem Boost muss ich immer so ein bisschen nachziehen. Ja. Sieht auch witzig aus. Ich weiß gar nicht, ob du das auch in der Außenansicht siehst. Wenn du boostest, dann gehst du so aus den Federn raus. Ja, ja. So, ich mach mal voll das geile Manöver, warte. Willst du mich ärgern? Ich hab hier schon... Herzinfarkt was. wieder übermütig hier. Ich spiele mit dem kleinen Matchbox-Auto. Ja, Freunde, und das soll es auch schon gewesen sein. Mehr wollte ich euch jetzt hier gar nicht zeigen. Super. Na gut. Tschüss. Ja, der Boost, der macht's dann halt wirklich, ne? Gut, Freunde, das soll's gewesen sein, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, der Cyclone ist wirklich das schnellste Fahrzeug im Spiel. Da kannst du machen, was du willst, ne? Und das wird auch so bleiben. Und zumindest vorerst. Vielleicht gibt's ja auch immer noch andere Racing-Varianten. Ne? Aber wisst ihr Bescheid. Danke, Rötti, fürs Begleiten. Sehr gerne. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao.
So, jetzt finde ich meinen. Oh, wir fahren jetzt der Sonne entgegen, komm.